Wachstum, seine individuelle Entwicklung. Mikrokosmos und Mikrodeus. Mein größter Ehrgeiz besteht darin, den Klavierspielern nach mir einige nützliche Unterweisungen, die Spur einiger errungener Fortschritte zu hinterlassen. Beifallsrufe nicht mehr zurückhalten, man stampft fortdauernd mit den Füßen. Dazwischen einzelne Schreie, die unwillkürlich ausgestoßen werden. Flüsternd wird wieder Stille geboten. Die wird mühselig hergestellt, bis endlich am Ende des Stückes, auf dem Höhepunkt der Leistung, alles losbricht und der Saal widerhallt von einem einzigen Donner des Beifalls. Er spielt mit einer beispiellosen Fertigkeit und Reinheit, elegant und zart, feurig, ja oft wütend, so dass man nicht selten meint, das Klavier würde unter den Fingern brechen. Er spielt oft mit einer sich selbst zerknirschenden Leidenschaft, wo sie hinpasst, und ebenso wieder sanft elegisch, wo dies hingehört. Er reißt sich und den Zuhörer hin. Man hört ihn während des Spiels oft stöhnen, röcheln. Man sieht ihm Kopf, Augen, Hände, den ganzen Oberleib nach allen Richtungen hin heftig bewegen. Man sieht mit einem Wort einen ungeheuer nervösen Menschen, der ungeheuer Klavier spielt.
Flügelmechaniken erläutern. Heute haben alle Flügel die sogenannte Doppelrepetitionsmechanik, die eine schnellere Reaktion des Hammers ermöglicht. Die entscheidende Neuerung ist ein Zwischenhebel zwischen Hammer und Stößer, der die Anschlagskraft erhöht und den zurückfallenden Hammer auf halber Höhe abfängt, sodass der Weg für einen schnellen neuen Anschlag kürzer ist. Diese Mechanik hat der französische Klavierbauer Erard ab 1821 schon entwickelt und der junge Liszt kam von 1824 bis 1828 regelmäßig in deren Genuss, denn sein Vater schloss einen Exklusivvertrag ab mit der Firma Erard, die für den jungen Liszt dann überall hin Erard-Flügel lieferte. In Liszts gesamtem Leben waren aber die Instrumente mit einfacher Auslösung mindestens ebenso verbreitet. Da gab es zum einen die Flügel mit Wiener Mechanik. Sie hatten dünne Saiten, leichte Hämmer, geringen Tastentiefgang. Es war also wenig Masse zu bewegen, der Anschlag entsprechend leichtgängig und sensibel. Der Klang klar und brillant, vergleichsweise leise. Liszt spielte Wiener Flügel von Graf und Bösendorfer und schätzte offenbar besonders die Streicherflügel. Die zweite Bauart mit einfacher Auslösung war die englische Mechanik. Diese Flügel waren relativ schwergängig, verlangten einen kräftigen Anschlag, hatten einen vollen Klang und waren viel robuster. An Instrumenten mit englischer Mechanik spielte Liszt vor allem gern Boisselot-Flügel. Wie nicht anders zu erwarten, meisterte Liszt natürlich alle Mechaniken mit Bravour und nutzte offenbar die verschiedenen klanglichen Möglichkeiten gerne aus. Jedenfalls spielte er während eines Konzertes meist 2 bis 4 Flügel mit unterschiedlicher Mechanik. Als Karl Bechstein 1853 in Berlin seine Pianoforte-Fabrik gründete, hatte Liszt seine Tourneen als Virtuose schon beendet und trat nur noch selten öffentlich auf. Inzwischen war er als Hofkapellmeister und Komponist in Weimar tätig. Herr Wilmes, ist bekannt, wie Liszt dann in Kontakt zu Bechstein kam? Das ist bekannt, und zwar durch die Briefe von Hans von Bülow. Hans von Bülow, der spätere erste Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, war ab 1844 Schüler von Liszt, zuerst in Dresden. Und er hat auch 1857 die Tochter Cosima Liszt geheiratet. So gab es also nicht nur die Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern auch eine sehr enge persönliche Beziehung. Hans von Bülow arbeitete als Klavierlehrer in Berlin und lernte dabei Bechstein kennen, und zwar fast gleichzeitig zu dessen Selbstständigmachung. Karl Bechstein hat seine Pianoforte-Fabrik 1853 in Berlin begründet, aber nicht sofort Konzertflügel dort gebaut, sondern erst danach, einige Jahre später, den ersten Konzertflügel vorgestellt. Und auf diesem Flügel, nimmt man an, ist die H-Moll-Sonate von Liszt uraufgeführt worden von Hans von Bülow. Und die Sonate war von Anfang an umstritten, aber Bülow hat sie sehr verteidigt. Und gleichzeitig hat er sich natürlich auch sehr für Bechstein eingesetzt, weil er dessen Instrumente sehr schätzte. Und insofern schrieb er auch an Liszt und lobte die Flügel. Ende 1860 in einem Brief an Liszt, er habe für die H-Moll-Sonate in Leipzig einen ultrasublimen Bechstein zur Verfügung gehabt. Das kann aber nicht die Uraufführung gewesen sein, weil die Uraufführung der Liszt-Sonate war schon 1857 in Berlin und auch auf einem Bechstein. Also von daher muss es dann schon eine weitere Aufführung gewesen sein, soviel ich weiß.
Und dann war es so, dass Bechstein öfter Flügel an Liszt geliefert hat? Es war ganz offensichtlich so, dass er ab 1860 jährlich einen Flügel an Liszt geliefert hat. Und zwar komme ich auf 1860, weil mir seit kurzem bekannt ist, dass es einen Liszt-Flügel in Italien gibt. Dieser Flügel war wohl der erste, der nach Weimar geliefert worden ist, den Liszt dann aber bei seinen Reisen wohl mit nach Italien genommen hat und der deshalb dann in Italien geblieben ist, während die anderen Flügel wohl weiterhin nach Weimar geliefert worden sind. Und den letzten Flügel, den Liszt erhalten hat, der steht heute noch im Liszt-Museum in Weimar. Jetzt würde ich gerne mal etwas konkreter zu diesem schönen Flügel kommen. Zeittypisch ist die geradseitige Bespannung. Das heißt, im Gegensatz zur späteren Kreuzbespannung liegen alle Saiten parallel nebeneinander. Aber der Flügel hat noch eine Mechanik mit einfacher Auslösung. Der Flügel hat noch eine Besonderheit. Ja. Und zwar einen erweiterten Resonanzboden. Diese Spezialkonstruktion weist an der Längszahl einen sogenannten Bassbauch auf. Das ist also hinten diese Ecke. Und dieser Bassbauch schafft es, dass der Bassbereich stärker wird. Und der sinfonische Klang, der Liszt sehr am Herzen lag, der wird dadurch mit Sicherheit verstärkt. Thank you.
Als der berühmteste Pianist seiner Zeit wurde Liszt natürlich von vielen Klavierherstellern umworben und reichlich mit Flügeln beschenkt, und seine Wohnungen waren entsprechend vollgestopft mit Flügeln und Klavieren, abgesehen mal von den eher schlicht gehaltenen Quartieren seiner späten Jahre. Manchen Flügel musste er tatsächlich dann auch weiter verschenken. Liszt pflegte sich für die Flügelgeschenke mit lebhaften Worten zu bedanken. Herr Wilmes, was ist Ihnen denn bekannt an Dankesschreiben oder anderen Briefen von Liszt an Karl Bechstein? Also uns ist bekannt, dass er den ersten Flügel, als er den erhalten hat, dass Herr Bechstein, also ein Porträt, eine Fotografie, die ja damals nicht so einfach wohl zu machen war wie heute, mit Widmung an Bechstein geschickt hat. Die gibt es also wohl noch. Und später, in seinen späteren Jahren, hat er also einen sehr schönen Brief geschrieben. Darin steht: Eine Beurteilung Ihrer Instrumente kann nur eine vollkommene Belobigung sein. Seit 28 Jahren habe ich nun Ihre Instrumente gespielt und Sie haben Ihren Vorrang erhalten. Nach der Meinung der kompetentesten Autoritäten, welche Ihre Instrumente gespielt haben, ist es nicht mehr nötig, Sie zu loben. Es wäre dies nur Pleonasmus, eine Umschreibung, eine Tautologie. Also ich meine, mehr kann man diese Instrumente eigentlich nicht loben, und es ist sicherlich so, dass Liszt sich immer gern bedankt hat, aber es gibt einfach so viele positive Urteile über Bechstein, dass man schon sagen kann, dass Bechstein einen Vorrang hatte in den letzten Jahren. In 14 Tagen haben mein Kopf und meine Finger wie zwei Verdammte gearbeitet. Homer, die Bibel, Plato, Locke, Byron, Lamartine, Chateaubriand, Beethoven, Bach, Hummel, Mozart, Weber, alle sind sie um mich. Ich studiere sie, ich verschlinge sie mit Leidenschaft, ich übe 4 bis 5 Stunden, Sechsten, Terzen, Oktaven und Tremolos, Tonwiederholungen, Kadenzen und so weiter. Wenn ich nicht vorher verrückt werde, so wirst du einen Künstler in mir finden. Ein breiter, einfacher Gesang. Lange klingende und streng gebundene Töne. Sodann ganze, in gewissen Fällen mit äußerster Heftigkeit und doch ohne Härte und ohne an harmonischem Glanz einzubüßen, nur so hingeworfene Notenmische. Ferner Melodienreihen in kleinen Terzen, diatonische Läufe in der Tiefe und in den Mittellagen des Instruments, mit unglaublicher Schnelligkeit staccato ausgeführt.
Seine Finger sind sehr lang, seine Hände klein und schlank. Er hält sie nicht rund. Er sagt, diese Haltung gebe dem Spiel zwangsläufig eine gewisse Trockenheit, die er ganz furchtbar findet. Ganz flach hält er die Finger allerdings auch nicht. Vielmehr sind sie so biegsam, dass sie ständig die Haltung zu verändern scheinen. In der Technik war es die Elastizität und Unabhängigkeit aller Gelenke voneinander bei gleichzeitigem Federn derselben miteinander. Selbstverständlich, sozusagen unmerklich. Worauf sowohl Kraft als Tonschönheit, der sogenannte schöne Anschlag, beruhen musste. Er äußerte gelegentlich, die Hände müssen mehr in der Luft schweben als an den Tasten kleben. Es war, als ob er sie wie in fotografischer Kopie mit all ihren Details ins Ohr des Hörers brachte. Die Klangfülle war so, wie ich es niemals hörte seither. Dabei niemals roh, niemals den Eindruck des Drauflosschlagens erweckend. Ich spiele nie im Takt, hat er uns heute erklärt. Als ich ob dieser freimütigen Behauptung fassungslos war, hat er uns erläutert, was er meint. Der Takt ergebe sich aus dem musikalischen Zusammenhang, so wie der Rhythmus aus dem Vers und nicht aus der schwerfälligen Regelmäßigkeit eines strikten Metrums. Zumal der aktuellen romantischen Musik dürfe man kein gleichförmiges Hin und Her aufzwingen, sondern müsse sie in einem bald schnelleren, bald langsameren Pulsschlag spielen, mit Verstand und ihrem inneren Gehalt gemäß. Sein Vortrag des Champagnerliedes wird mir unvergesslich bleiben. Dieser Übermut, diese Lust, mit der er spielte, war einzig. Man sah den Don Juan vor den springenden Champagnerstöpseln in seiner ganzen Ausgelassenheit, wie ihn sich Mozart nur irgend kann gedacht haben. Langweiliges Spiel, auch wenn es exakt war, nannte er Strümpfe stopfen oder Kaffeemühle. Je dämonischer gespielt wurde, umso zufriedener war er. Erblicke vor dir ein Bild, wenn du spielst. Wenn du Gretchen am Spinnrade spielst, dann sei auch wirklich Gretchen und leide mit ihr. Empfinde dich verlassen, liebend und gebrochenen Herzens. Mitunter spielte er selbst einige Takte. Herrlich, geradezu traumhaft schön,
war sein Anschlag. Spielte er eine Melodie, so war es, als ob Blumen unter seinen Händen hervorsprießen. Die Sache ist die, es ist gar kein Klavierspiel. Man vergisst den Pianisten, das Instrument und alles andere. Wie herrlich er spielte. Die Tränen liefen uns über die Wangen. Wir glaubten, Musik zu hören, die nicht von dieser Welt stammte. Wohl eine Stunde lang saß der Meister am Flügel und fantasierte und schien sich an seinem eigenen Spiel zu berauschen. Als er geendet hatte, herrschte eine Minute lang Totenstille. So ergriffen waren wir alle. Thank you.